Ja, in von Leiten hat die Wahl auch einen Umsturz mit sich gebracht. Die SPÖ hat 4 Mandate verloren, steht bei 10. Die ÖVP hat 3 Mandate gewonnen, von 6 auf 9. Die Bürgerliste Wir von Leitner hat 2 dazu gewonnen, von 3 auf 5. Und die FPÖ hat in von Leiten 1 Mandat verloren und ist mit einem Sitz im Gemeinderat vertreten. Neben mir steht der designierte Bürgermeister von Leiten, Johannes Wagner, gleichzeitig Spitzenkandidat der ÖVP von Leiten. Herr Wagner, wie haben Sie das Ergebnis aufgenommen? War das einigermaßen überraschend für Sie, dieser große Zugewinn, den die ÖVP in von Leiten auf 9 Mandate verzeichnen konnte? Also der Zugewinn war voraussehbar, dass wir einen haben. Also das haben wir schon gespürt in den letzten Wochen der Wahlbewegung. Dass der Zugewinn so hoch wird, da waren wir natürlich überrascht. Vor allem die Konstellation, dass die SPÖ so sehr verliert, dass wir quasi schon auf Augenhöhe sind. Wir sind ja knapp 200 Stimmen auseinander. Also das war schon eine große Überraschung für uns. Man wird das Ergebnis ja auch ein bisschen analysiert haben. Worauf führen Sie diesen starken Gewinn und auch den Verlust der SPÖ zurück? Also es wird sicher mehrere Faktoren gehabt haben. Ein Faktor war natürlich, dass ich als neue Person angetreten bin, dass ich mit einem großen Team angetreten bin, das wirklich als Team aufgetreten ist. Natürlich die Gruppe Wir von Leitner hat auch einen respektablen Dazugewinn gemacht. Das wird alles zugespielt haben. Ja, Kurisch hat einen Wahlkampf gemacht, auf sich bezogen. Man weiß nicht, ob das vielleicht der Grund war, aber jedenfalls, wir sind überzeugt, dass wir das Team und das junge, neue Team gut aufgetreten sind. Jetzt hat es ja bereits Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ gegeben. Es ist klar, dass die Zusammenarbeit in den nächsten 5 Jahren mit der SPÖ ausschauen soll, mit Ihnen 5 Jahre lang als Bürgermeister. Was waren da die Eckpunkte der Koalitionsgespräche? Also das Wahlergebnis hat ergeben, dass wir mit beiden Gruppierungen Gespräche führen haben können. Wir haben auch mit beiden Gruppierungen Gespräche geführt. Im Endeffekt ist es aber rausgekommen, dass aus meiner Überzeugung, auch aus der Überzeugung meines Teams heraus, eine Zusammenarbeit mit einer neu aufgestellten SPÖ natürlich zu präferieren ist, weil wir dadurch auch eine satte Mehrheit haben. Und wir glauben, dass das neue Team der SPÖ, das auch ein junges Team ist, da bin ich überzeugt, dass es eine gute Arbeit für von Leiten wird und für die nächsten 5 Jahre wird. Das war quasi Bedingung, mit dem neuen Team zusammenzuarbeiten. Das heißt, die ÖVP hat sich fast ein bisschen frech sozusagen in die Personalpolitik der SPÖ eingemischt. Kann man das auch so sagen? Nein, ich glaube, die SPÖ hat ihre eigenen Entscheidungen getroffen. Und ich glaube nicht, dass wir da, wir haben vielleicht einen Denkanstoß gegeben, aber dass die Entscheidung des Rücktritts der beiden Spitzen, glaube ich, das war einfach eine Entscheidung der SPÖ, die gesagt hat, okay, wir wollen uns auch neu aufstellen. Es ist an der Zeit, dass etwas passiert in von Leiten, dass ein neuer Weg eingeschlagen wird. Und den haben Sie einfach mitgetragen. Sie haben auch gesagt, Sie sind mit Ihrem jungen Team angetreten, um Veränderungen herbeizuführen. Wie werden diese Veränderungen ausschauen? Kann man da ein bisschen was abzeichnen? Also wir stehen ja noch in den Verhandlungen über die Eckpunkte. Man kann jetzt aber schon sagen, wir müssen uns einmal einen Überblick verschaffen. Das ist auf meiner Seite ganz besonders wichtig. Ich will einfach wissen, wie von Leiten dasteht, wo dann auch die Möglichkeiten in Zukunft sind, dass wir uns bewegen können. Das ist aber auch das Interesse des neuen Teams der SPÖ, die ja auch, die zwar schon im Gemeinderat waren, aber doch genauer wissen wollen, wie schaut es aus. Man muss sich bei einer Gemeinde wie von Leiten, die ein Budget von 17 Millionen Euro hat, 2 Tochtergesellschaften hat und viele geschäftliche Verbindungen, da muss man sich erst einleben und da muss man erst schauen, wo steht man und wie sind die Möglichkeiten. Wird man so eine Art Kassensturz machen? Ein Kassensturz ist natürlich, das ist auch bei der Betriebsübernahme ist es natürlich auch so, dass ein Kassensturz gemacht werden muss und der steht definitiv im Raum und der wird natürlich auch nach außen kommuniziert werden. Herr Wagner, wann werden die Bürger in von Leiten Veränderungen spüren? Das kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Wir müssen jetzt einmal den 29. April abwarten, wo die konstituierende Sitzung ist, wo der Gemeinderat und der Gemeindevorstand angelobt werden. Und dann müssen wir, werden wir die ersten Punkte machen. Das Budget 2015 steht an. Hier werden wir auch noch den Rechnungsabschluss 2015 genau unter die Lupe nehmen und schauen, wo können wir überhaupt jetzt was machen. Aber die großen Sprünge am Anfang zu erwarten, ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Aber wir werden schauen, dass wir von Leiden nicht nur verwalten, sondern auch gestalten. Herr Magister Wagner, Sie sind ja Jurist. Wie wird das arbeitstechnisch ausschauen für Sie? Sie haben ja auch das Gerichtsjahr, glaube ich, jetzt vollendet oder sind knapp davor. Wie viel Zeit werden Sie für das Bürgermeisteramt hernehmen? Also ich habe mein Gerichtsjahr bereits abgeschlossen mit Ende Jänner. Ich wollte eigentlich am Montag meine Bewerbungen losschicken, das habe ich dann ein bisschen aufgeschoben.
Bürgermeisteramt in Verleiten ist ein Vollzeitjob und ich werde das Amt natürlich auch vollzeitmäßig ausüben und da ist wahrscheinlich nicht sehr viel Platz nebenbei für eine andere Arbeit. Aber ein Bürgermeisteramt hat sehr viele juristische Aspekte, also ich glaube, da bin ich gut aufgehoben. Jetzt geben wir Ihnen die Möglichkeit, wir haben das jetzt nicht abgesprochen, vielleicht die ersten Worte an die von Leitner zu richten, von Leitnerinnen. Also es ist vielleicht noch ein bisschen verfrüht, weil erst am 29. April das passieren wird. Aber natürlich werde ich schauen, dass in Verleiten einiges weitergeht. Ich stehe natürlich dafür, dass ein neuer, junger Weg eingeschlagen wird. Und das ist mit meinem Partner, vor allem Jürgen Jaritz, der auch ein Junger ist, gut möglich. Und ich hoffe und bin überzeugt, dass wir das Beste für Verleiten in Zukunft rausholen werden.